This is Kathy. Please come in. Vor 4 Jahren haben uns die niederländischen Entwickler von Keoken Interactive auf den Mond geschickt, um die Energieversorgung der aussterbenden Erde wiederherzustellen und dem Mysterium der verschwundenen Mondbesatzung auf die Spur zu kommen. Mit Deliver Us Mars arbeitet das Team nun bereits seit geraumer Zeit am Nachfolger, der uns dem Namen entsprechend auf den roten Planeten schickt. Kurz vor der Gamescom hatten die Macher zwar zunächst die Hiobs-Botschaft zu verkünden, dass der geplante Release-Termin im September nicht eingehalten werden kann und das Spiel stattdessen erst im kommenden Februar erscheint. Trotzdem hatten wir auf der Messe die Gelegenheit, uns den aktuellen Stand der Entwicklung anzuschauen und einen Abschnitt des Spiels selbst zu erleben. I know I can do this. How does it come to this? Having good intentions isn't hard, Kathy. The hard part is knowing the difference between what's right and what's wrong. 10 Jahre nach dem Ausflug auf den Mond schlüpfen wir in die Rolle von Kathy Johansson, von der wir schon im ersten Teil erfahren haben. Die Menschheit auf der Erde steht kurz vor dem Aussterben, als ein Notruf vom Mars eintrifft. Kathy macht sich auf die Suche nach dem Signal und den verschwundenen Arche-Schiffen, die die letzte Hoffnung zum Überleben der Menschheit darstellen. Sie will aber nicht nur die Welt retten, sondern hat auch immer noch die Hoffnung, ihren Vater lebend zu finden. Durch diese verschiedenen Motivationen, die Kathy antreiben, wollen die Entwickler auch eine emotional vielschichtige Geschichte erzählen, in der es um das große Ganze, aber eben auch um persönliche Themen geht. Dazu hat das kleine Indie-Studio mit ungefähr 15 festangestellten Mitarbeitern auch beachtliche Fortschritte bei der Technik gemacht. So gibt's erstmals vollständig mit Motion Capturing entstandene Zwischensequenzen, die den Spieler noch tiefer in die Erzählung eintauchen lassen sollen. Auch optisch soll zum einen mehr Qualität, aber vor allem auch mehr Abwechslung geboten werden. Jetzt ist die Marsoberfläche zwar überall rot und sandig, aber die Entwickler versprechen, dass sie spannende Wege gefunden haben, für Vielfalt zu sorgen. Mit neuen Gameplay-Mechaniken und einer gewissen Lernkurve soll das Spiel außerdem mehr Action-Adventure als nur Walking Simulator sein. Davon konnten wir uns dann auch in der Anspieldemo selbst ein Bild machen. In der übernehmen wir die Steuerung von Kathy unmittelbar, nachdem sie auf dem Mars eine Bruchlandung hingelegt hat. Kathy ist leicht angeschlagen und ihr Sauerstoffvorrat geht langsam zur Neige. Als wir uns also mit ihr aufmachen, rettende Luft zu erreichen, fällt direkt auf, dass sie sich viel agiler bewegt als der doch recht steife Protagonist des Vorgängers. Sie kann etwa auch springen und sich ducken, was uns bei der Erkundung des Levels von guten Diensten sein wird. Wie sich schnell herausstellt, müssen wir den Krater eines Marssteinbruchs durchqueren. Dazu kommt uns direkt eine der neuen Spielmechaniken zugute. Kathy ist nämlich genau wie Lara Croft mit 2 Kletteräxten ausgerüstet. An dafür vorgesehenen Stellen können wir damit waghalsig an Wänden entlangkraxeln, um zum Beispiel auf höhere oder tiefere Ebenen zu gelangen. Das geht aber nicht von allein, sondern erfordert ein ordentliches Mitwirken des Spielers. Zunächst rammen wir beide Kletteräxte in die Wand. Das erreichen wir durch das Halten des rechten und linken Triggers am Controller. Dann lassen wir eine Seite los, versetzen die in die gewünschte Richtung und krallen uns wieder fest. Anschließend ziehen wir die andere Seite nach, eben genau wie ein richtiger Kletterer das auch machen würde. Das erfordert zunächst eine gewisse Eingewöhnungszeit, da dieser Bewegungsablauf im Gamer-Alltag nicht besonders gebräuchlich ist. Nach kurzer Zeit hat man den Dreh aber raus und es macht Spaß, sich aktiv mit Kathy in der Wand festzukrallen, um ja nicht in den Tod zu stürzen. Neben den körperlichen Fähigkeiten wird Kathy aber auch geistig herausgefordert. Die Entwickler haben sich eine ganze Reihe neuer Umgebungspuzzles ausgedacht. Ein Beispiel dafür haben wir ebenfalls in der Demo sehen können. Darin galt es, 2 Laserstrahlen mit unterschiedlicher Energiestärke so anzuordnen, dass auf 2 Empfänger die jeweils richtige Menge Energie eintrifft. Dazu mussten wir sowohl über Kreuz denken, als auch ein Kraftfeld, das den Strahlen Energie entzieht, an der richtigen Stelle platzieren. Wenn es den Entwicklern gelingt, dieses durchdachte Puzzledesign mit Abwechslungen zu kombinieren, dann erwartet uns ein narratives Adventure, das auch spielerisch mal etwas mehr zu bieten hat. Apparently, Vita has a database of millions.
Dass wir längst noch nicht alles gesehen haben, was die Entwickler beim Gameplay im Köcher haben, machen sie beim Anspieltermin auch gleich mehr als deutlich. Wir sind guter Dinge, dass hinter diesen Beteuerungen auch tatsächlich Taten stecken. Denn bereits in der kurzen Anspieldemo wurde deutlich, wie sich das Team seit Deliver Us the Moon weiterentwickelt hat. Durch die Zusammenarbeit mit Frontier Foundry, dem Indie-Label von Frontier Development, habe das Team angeblich auch die Ressourcen, um in vielen Aspekten einen Schritt weiterzugehen. Die Verschiebung vom September auf den 2. Februar 2023 gibt ihnen hoffentlich auch den nötigen Spielraum für den letzten Feinschliff. Dann steht uns hier eine echte Indie-Perle ins Haus. Mars, Mond oder doch lieber Venus? Welchen Planeten würdet ihr gerne mal erforschen? Schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare. Für alles weitere aus der Welt der Videospiele und natürlich auch alle Infos von der Gamescom besucht uns auf pcgames.de. Da findet ihr ab dem 22. September auch unseren neuen Podcast.